Ich weiß, und auch dafür bin ich dankbar, dass das viele nicht verstanden haben, erst recht nicht auf dem ersten Blick, wo es hieß, sie liefern jetzt nach Saudi-Arabien. Ich möchte aber eins sagen. Erstens, wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Nun soll es doch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien geben. Erklärungsversuche der Bundesregierung. Wir machen uns einerseits natürlich überhaupt keine Illusionen, was die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien angeht. Beispiele wie die massenhafte Anwendung der Todesstrafe kennen Sie. Und zum anderen ist es so, dass wir in Kooperationsprojekten mit unseren engsten Bündnispartnern Verpflichtungen eingegangen sind. Und das Zweite ist, ja, wir haben bei einem Gemeinschaftsprojekt, was ein Altvertrag ist, den haben andere vor uns abgeschlossen. Das war unglaublich schwer für uns, für Robert und mich. Aber wir können da nicht sitzen und sagen, schwupps, dieser Altvertrag ist weggezaubert, den gibt's jetzt einfach nicht mehr. Sondern er ist da. Und in dieser schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperation wollen und brauchen, weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Die Bundeswehr hat nicht zuerst ein Geld, sondern ein Strukturproblem, meine Damen und Herren. Und wenn Sie das nicht lösen, werden weiter Milliarden einfach versenkt werden. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend braucht. Es ist deshalb eine Politik der sozialen Kälte, dass Sie die Kindergrundsicherung, die Sie am Koalitionsvertrag und was wir gelobt haben, aufgeschrieben haben, bisher null im Haushalt berücksichtigen. Null ist im Haushalt eingestellt. Die Kinder bleiben arm. Das ist ein Armutszeugnis für Ihre Politik. Sie gründen eine Arbeitsgruppe. Na Donnerwetter, na Donnerwetter.